Trotz der medialen Schutzkampagne für Shoyoka hat KuchenTV tatsächlich Brands bekommen. Obwohl er laut ihrer Aussage ja nicht Brandsafe ist. Aber bevor wir gleich zu diesem Ausschnitt kommen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, macht in die Kommis euer Feedback, so wie immer. Tatsächlich Probleme mit Sponsoren zusammenzuarbeiten, die mit mir davor jahrelang zusammengearbeitet haben, weil dann so Dinge passieren wie, hey, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, aber wir wollen nicht mit jemandem assoziiert werden, der für Volksverhetzung verurteilt wurde. Und da zwangsweise alles, was du machst in den Videos von diesem YouTuber landet, arbeiten wir mit dir wieder zusammen, wenn du ihn losgeworden bist. Das ist kein Witz. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn Influencer sich an dir festbeißen, die nicht brandsafe sind und keine Sponsoren haben, weil sie nicht brandsafe sind und dir damit dann aber deine Werbedeals versauen, weil die Firmen keinen Bock haben, mit Volksverhetzung assoziiert zu werden. Was ich ihnen nicht mal übel nehmen kann, weil ich verstehe es. Diese Leute, die ich mit Volksverhetzung in Verbindung bringe, sind die mit uns in einem Raum? Weil jetzt mal ganz ehrlich, Kuchen hat Placements gekriegt. Und der ist ja laut vielen deiner Videos das Schlimmste, was in der Influencer-Szene jemals passiert ist. Mit allen möglichen Sachen aus der Vergangenheit, die immer wieder hervorgekramt werden. Und trotzdem denken sich Werbepartner, doch, mit denen können wir Werbung machen. Und weißt du, woran das liegt? Dank deinen Sachen mit RND, mit Böhmermann, mit dem Spiegel-Interview damals, dank allen diesen ganzen Sachen haben sich Werbepartner angefangen, mal die Videos anzugucken. Von den Leuten, mit denen sie werben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, moralisch gesehen verlierst du da. Und zwar richtig, richtig, richtig stark. Und das liegt nicht nur an deinen Videos, das liegt auch an deinem Umfeld. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Natürlich haben die Ersten jetzt gleich zum Boykott aufgerufen und gesagt, was für eine scheiß Qualität die EMP hat und dass sie nur noch bei den Bands selber bestellen. Ja, bestellt bei den Bands selber, da bleibt nämlich viel mehr hängen, weil viele von den Sachen, die auf EMP vertrieben werden, kommen von den Bands. EMP vertreibt die für die. Ja, natürlich haben die auch eine eigene Eigenproduktion, aber es hält sich so ein bisschen die Waage. Und mal zu der schlechten Qualität. Ich habe mir vor 15 Jahren mal, weil ich auf ein Flames-Konzert gegangen bin, ein T-Shirt gekauft. Ich hoffe, das sieht man hier. Tata. Das Ding ist 15 Jahre alt. Ich habe noch ein älteres im Schrank, das war Static X, aber die Band kennt kaum einer. Mittlerweile, früher waren immer relativ angesagt. Dieses T-Shirt, was ihr gezeigt habt, war mit mir auf 3 Festivals und 6 Konzerten. Und es ist immer noch heile. Klar, jetzt hier am Kragen ein bisschen ausgefranst. Mein Gott. Da ist so viel Schweiß und Blut drin, das fällt nicht mehr auf. Und ich habe das seit 15 Jahren in meinem Besitz. Mehr als andere meiner Klamotten. Also so schlecht kann die Qualität dann eigentlich nicht sein. Finde ich jetzt persönlich. Und natürlich wurde dann auch gleich wieder die böse Onkelskeule geschwungen und all diesen komischen Driss. Ne? Ihr seht das hier die ganze Zeit eingeblendet. Und auch, dass man die Firma anschreiben möchte, was das denn soll und allen drum und dran. Und dass man da nicht mehr einkauft und 5 Kunden weniger und hast du nicht gesehen. Ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen was erklären über Reichweite. Die Reichweite von Shoyoka ist momentan relativ niedrig, aus Gründen. Die Reichweite von Kuchen ist relativ hoch, aus Gründen. Das heißt, wenn jetzt 5 Kunden abspringen, wie es hier geschrieben wurde, jetzt haben die 5 Kunden weniger, aber 10 neue dazukommen, ist denen das herzlich egal. Das erstmal dazu. Das andere ist, die letzten Videos in den letzten Jahren, ja, man kann über den früheren Kuchen diskutieren, sollte man auch. Man sollte auch sagen, dass sowas auch nicht geht. Deswegen hat er sich auch selber klar davon distanziert. Über den alten Kram. Aber man muss auch gucken, Menschen dürfen sich ändern, Menschen können sich ändern, Menschen sollen sich ändern. Genau das haben jetzt die Partner, die mit ihm Werbung machen wollen, gesehen. Die haben sich einfach mal sein Material angeguckt und dort nichts gesehen, was gegen eine Werbepartnerschaft spricht. Sonst hätten sie ja diesen Werbedeal nicht abgeschlossen. Und früher war das anders, da waren die Chefs irgendwelche alten Säcke. Aber mittlerweile sind auch Leute am Ruder, die sich mit Internet auskennen. Die sich damit auskennen mit der Influencer-Szene und allen drum und dran. Das heißt, diesen Luxus hier von früher, dass man nur noch nach den höheren Sagen geht, den gibt es nicht mehr in der Influencer-Szene. Das war mal so am Anfang der Szene. Die Szene hat sich weiterentwickelt und sie wird sich auch weiterentwickeln. Und Leute, die früher nicht brandsafe waren, die können sehr wohl wieder brandsafe werden. Und das ist auch gut so. Wenn du jetzt natürlich keine Placements kriegst, dann liegt das vielleicht an dir und nicht an irgendeinem Dritten oder Vierten oder Fünften.